schaffen frisch die große Türe ins Business. Zum Beispiel mach ich schon seit die Spitze mit mir wieder. Doch die Leute denken, was will dieser Türke jetzt schon wieder? Denn egal wie viel Talent auch in mir ruht, ich werd hauptsächlich gebucht, wenn man einen Ausländer sucht. Man, ich check's nicht, egal wie sehr am Start auch Eck ist. Die Gesellschaft will nicht mich, sondern Nas an Eck ist. Fahrt die Akke, hat schon jeden Scheiß kein Lacken vor der Kern. Doch irgendwie scheint er den Priestman leider nicht zu kennen. Was Kinofilm? Ich bleib bei Bock WM oder Autoball EM. Für die scheiden mich auf Fans. Ich weiß, dass das manche neuerdings verwirrte. Denn der König von Deutschland ist ein Türke. Wer längst Millionär wie Rapper aus den Staaten. Doch das Geld für Mucke schmeißt ein Türke in Automaten. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Ganz egal wie sehr ich mich auch änder, ich bleib immer dieser scheiß Ausländer. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Scheißegal wie viel Kohle ich auch mache, ich bleib immer nur der Quotenkanacke. Ey yo, Echo seid verladen, denn die Türken wählen. Seit dem Bülent Jailer meinen Bülut sehen kann. Denn der Creme lässt den Sack hängen vor der Webcam. Worauf im Bülo meinte, Respekt, man. Bis dann Kaya Jana auf einmal da war. Im scheiß Pyjama, weil er auf Skype nicht klar kam. Wir laufen über'n roten Teppich, die Quotentürken, die mit Schuhen aber nicht mal in die Wohnung dürfen. Bei manchen gibt man zu, Leute, der Kampf, der zu Munchu spricht zum Beispiel besser Deutsch als Herr Lanz. Doch da gibt's auch welche, denen er sprechen schwer viel. Zum Beispiel der Gerät oder Mesut Özil. Du findest uns sogar im Pay-TV. DC bei Kekili ist dort auch stets beliebt. Ich wär schon Millionär, doch Türken kaufen keine CDs. Die brauchen Gel, um am Wochenende saufen zu gehen. Was geht? Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Ganz egal wie sehr ich mich auch änder, ich bleib immer dieser scheiß Ausländer. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Scheißegal wie viel Kohle ich auch mache, ich bleib immer nur der Quotenkanacke. Was ist mit Gülcan, Dude? Sie ist Türkin, so wie du. Als Jugendlicher wollte ich auch mein Sucuk in ihr Brötchen tun. Heute bin ich 30 und hab eine German Frau. Nur wenn sie schläft, darf ich was Türkisches im Fernsehen schauen. Vielleicht wundert es dich und du hältst es für einen Witz. Doch warte ab, bis der erste von uns Bundeskanzler ist. Denn wenn du einmal nur den Spam öffnest hier, kommst du Fanpost von mir und Jam ist der mir. Ich heiße auch die Neuen willkommen im Quotentürken-Club. Sila Schein oder Schükrü vom Trödeltrupp. Hier ist für jeden Platz crazy, ey. Mehr Platz als in der Mumu von Lady Ray. Man besetzt uns schon bei Action-Shows wie Alarm für Cobra 11 mit 1,60 groß. Ich wär schon Millionär, doch die Türken laden sich den Scheiß. Und wenn sie mich mal treffen, heißt das, lad mich doch mal ein. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Ganz egal wie sehr ich mich auch änder, ich bleib immer dieser scheiß Ausländer. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Scheißegal wie viel Kohle ich auch mache, ich bleib immer nur der Quotenkanacke. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Ganz egal wie sehr ich mich auch änder, ich bleib immer dieser scheiß Ausländer. Quotentürke, Quotentürke, oh Quotentürke. Scheißegal wie viel Kohle ich auch mache, ich bleib immer nur der Quotenkanacke.